ne? 160 in der 30 Zone oder so. Ich wollte halt mal austesten, was mit der Karre geht, ne? Und ich wollte halt nicht dafür auf der Autobahn. Perfekt ausnehmen. Oh, das war schlecht. Oh, gerade noch so die Kurve gekriegt. Und noch ein bisschen Turbo getankt. Oh, das war schlecht. Ohne Turbo? Das ist jetzt schlecht. Oh, oh. Der darf uns nicht mehr einholen, der Fettsack. Der Yeti-Sack. So. Wir steigen um auf Sternenenergie. Ganz schlecht. Nein, 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 nein. Rakete. Schnell. Yeti? Alter, das war haarknapp. Ja, du hast sie abgefertigt wie eine Bande frostbeuliger, plattfüßiger, zuckeressender, bleihosentragender, schielender Gletscherkohle auf Sperrholzbrettern mit Sandpapier darunter. Und wir haben auch noch was noch. Glänzendes gewonnen. Ach, und den Schatz beschreibst du nicht so, oder was? Da weiß man nicht mehr, was ist. Aber du weißt, wie die Dinger aussehen mit Sandpapier drunter und... Alter, die Amis, ne? Ja, wie viel habe ich denn jetzt? 20.000? Darf ich noch mal einen Streckenrekord irgendwie versuchen zu brechen? Ach, ja, ich will jetzt einfach das Ding. Gut, versuchen wir noch mal einen Streckenrekord zu brechen. Das ist gar nicht auch so schwer. Wenn man es nicht verkackt. Das ist eigentlich einfacher als diese Sasquatschen-Viecher zu besiegen. Wenn man sich ein bisschen konzentriert. Ja, und voll Schub Turbo hat, ne? Das Erfolgsrezept ist eigentlich dafür, wenn man es schafft, das ganze Rennen fast durchzuturbieren. Weil dann hat man es eigentlich geschafft, den Streckenrekord zu machen. So. Weil dann sollte man es eigentlich zeitlich schaffen, einfach mal so. Hört sich schön an. So. Wir müssen Turbo wegnehmen und den Turbo geben, damit man nicht gehen kann. Reine Vorsicht zu lassen. So. Ja, kriegen wir gebacken. Wir können ja so viel Turbo holen, wie wir sonst nie hätten. So, das war wieder so nass in Oxstadt. Das ist Ding wieder voll. Noch ein bisschen Sternenergie, ne? So. Noch einen einfachen Salto. Und noch ein Essen. Orkstand. Zack. Die Grete, Silze, sonst was. Sollten wir schaffen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo der Streckenrekord liegt. Ich glaube, es waren 2 Minuten. Das könnte ja doch vielleicht ganz schön lang sein. Auf jeden Fall reicht der Turbo bis zum Ziel. Das weiß ich. Ob das auch für den Streckenrekord reicht? Ich versuche die Kurven jetzt super eng zu nehmen. Und das 5 Sekunden. 8, 9. Nein! 400. Fick dich. Fick dich ins Knie. Ich will ihm brechen. Ach, wer hätte denn ahnen können, dass das so knapp wird? Neko Mio, ey. So, warum ist der Stunt nicht super gezählt worden? Fick mich. Dann machen wir jetzt noch einen Stunt. Und auf der nächsten Ampel den Nasty Nox stand. Warum wurde der jetzt nicht super irgendwie gezählt? Als 5-fach, 3-fach, extrem, soppel, dupel, extra Irrsinn-Stunt-Bonus? So. Oh, scheiße. Das darf nicht passieren. Das darf, glaube ich, nicht passieren, wenn wir den Rekord brechen wollen. Ich meine, es gibt keinen Skillpunkt dafür. Ich kann es mir nie merken, ich bin ganz ehrlich.
bin ich mir wirklich sicher, ob das einen Skillpunkt gibt. Ach, warum geht denn jetzt auf einmal alles schief hier? Kann man das mehr erklären? Drei Stunts hintereinander gemacht, alle nicht getroffen, gezählt, sonst wie. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. So. Ja, wurde wieder irgendwie scheiße gezählt. Oh Mann, 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 nicht immer runterfallen. Das muss doch nicht sein. Es frisst Zeit ohne Ende, die Kacke. Neu starten. Mann, leck mich, Alter. Das ist 2 Minuten Zeitaufwand. Komm, Spyro, das musst du hinkriegen. Irgendwie, was weiß ich. Ja, geht doch. So, das Kurvenchip eng nehmen, dann kriegen wir das auch gebacken. Nein! Mann, scheiße! Voll in die falsche Richtung. Das sind 2 geteilt durch 3. Zwei Drittel. Scheiße. Ja. 6 Drittel und 2. Scheiße. Und 2 Drittel von 60 sind 20 Sekunden? Nee, halt. 40 Sekunden. 40 Sekunden für eine Runde. Wir sind bei Sekunde 46. Alles klar. Alles klar, alles klar. Oh Mann. Warum zählst du nicht den Stunt richtig? Alter, er zählt den Stunt nicht irgendwie als... Das waren doch voll die... Mal ganz ehrlich, ob ich jetzt so einen Flip mache oder der als Nasty sonst was dreifacher Zitronensalto gezählt wird. Warum, ne? Dieses Zählsystem hier, das... Ich glaube, dieses Erkennungssystem von Instanzen ist nicht wirklich sauber gemacht. Muss man sagen. Ich glaube, gut, die haben auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Die haben eher drauf Wert gelegt, lassen wir Tara, also Lara, Fibianca aussehen sprechen. Ja. So, jetzt haben wir super die Kurve gestellt. Sehr gut. Und dann klein. Machen wir jetzt wieder den Nasty Dog, der Super Deluxe Extra Klasse. Wenn er denn gezählt werden würde. Ist doch kacke schon wieder. So, wie viel hoch darf die Zeit jetzt höchstens sein? 1,20, ne? Allein, wenn ich das schon sehe, fliegt von der Bahn weg, genau. Mann, ich will doch nur den Streckenrekord brechen. Ich will alles schaffen, was mir die Spiele entgegenwirft. Mann, ey, kann sich direkt Taste zum Resetten geben. Ein Reset-Knopf auf dem Gamepad, genau, eine hardware-technische Änderung. Nach Release. Ja, ich mit umtauschen. Die Konsole hat keinen Reset-Knopf. Käse in der Hand zurück. Interessant, die Leute gucken hier. Suchst hier noch ein paar Leute mit, ja, in den Abgrund springen. Uiuiui. Uiuiui. Salto reindrücken. Okay, 40 Sekunden. 42, ist das vertretbar? Eigentlich nicht, ne? Da müssen wir jetzt schon irgendwie richtig Saft geben. Müssen wir die 2 Sekunden irgendwie wieder einsparen. Aber wie? Ja, genau, so. Genau so. Dreifach Salto. Einfach Salto zählt auch genau wie viel. Wo es nur einfach ein Salto ist.
los. Macht sich die Welt an Turbo. Deswegen machen wir Sternenpower jetzt. Aber Ultra. Dann werden wir noch 20 Sekunden. Dreifachsalto. Sollte reichen. Das war ganz schlecht. Das war so ziemlich das Dümmste, was jetzt passieren konnte. Ich kann es mir wieder nicht erklären. Ohne Witz. Wo bin ich da jetzt abgestürzt, ey. Weißt du, hast du das Ziel schon vor Augen und dann sowas, ey. Das ist doch kacke. Das ist doch einfach nur kacke vom Spiel. Jetzt reicht's. Jetzt boost ich durch. Soll der Tank leer gehen? Immer voll, das drauf da. Wir sind genug Sterne, die mir auch noch die Reste in die Runde geben. Echt dumm war das, wenn ich hier verkackt habe. So. Na guck. Ein Stunt. Reicht für die komplette Runde. Zwei. Das war jetzt nur ein Scheiß-Stunt. Eins, zwei, drei, vier. Dann Vierfachsalto. Boah, reicht für die ganze Runde. Jetzt brauche ich keinen Stunt mehr machen. Ich muss nur die Sterne einsammeln. Ja, und nicht von der Bahn fliegen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Genauso eine Grundvoraussetzung, wie dass man zum Tequila Salz und Zitrone kriegt. Was einige ja nicht machen. Ja, das gibt's. Glaubt mir, sowas gibt es. So Boost rausnehmen. Kann ich abhalten, genau. Und jetzt 1, 2, 3, 4. Sollte reichen für die ganze Runde. Na dann mal los. In der Kurve runterfliegen, Stern mitnehmen. Ja, das sieht doch schon professionell aus. Sollten wir schaffen. Ich glaube, wir sind ja schon mit einer Viertelstunde in dem Laden. Wie kann das sein? Nimmt ja ganz Part einfach so. Locker, guckt euch das mal an, wie viel Zeit da inzwischen ist. Ja, nur leider bringt es halt keinen Könnerpunkt, ne, wie man sieht. Naja. Und Jäger ist weg. Guck an. Sobald man den Streckenrekord gebrochen hat, ist Jäger weg. Naja, sagt wahrscheinlich nicht mehr, ja, das kannst du probieren, den Streckenrekord zu brechen. So. Auch das Tor geht trotzdem noch auf. Das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Naja, machen wir halt ohne Sparks weiter, ne? So, jetzt haben wir 18.000 Edelsteine. Hier oben war mal ein 18.000er Tor. Ich glaube, das hier war es, genau. Ja, und hier ist jetzt das ultimative Powerpunkt-Special. Fliegen und Feuerbälle für unendliche Zeit. Hey. Ja. Und dann geht's wieder mit der Jagd auf den Schacht. Was los? Ein Klassiker. Und es sind Homing-Schüsse. Guckt euch das an. Es sind sogar Homing-Schüsse. Brauchen fast nichts machen. Das ist schön. Waren das alle? Ne, zwei fehlen noch. Kein Problem. Finden wir, kriegen wir. Kein Thema. Easy cheesy. Hinten ist das erste. Homing Schuss. Zack. Das letzte bitte. So, dann landen wir gleich vor der Zauberins Tür. Was? Was? Das ist jetzt Ironie. Oh. Jetzt habe ich keinen Sparks. Leute, das ist ein schlechter Scherz. Wo ist der letzte Edelstein? Ich habe Sparks nicht. Ja, nö. Ach, und wie ich sehe, ist die Zeit auch gar nicht unendlich. Ach, Bianca, wo ist Sparks? Und wo... Gut, 5000 und 5000. Level ist aber noch lange nicht geschafft. Denn... Tor auf. Seht ihr, was ich will? Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Zauberin muss den letzten Kampf überlebt haben.
Sie hat die ganze Zeit hier gewartet, um ihren Zauber zu sparen und dich zu zerstören. Die beste Chance, sie zu besiegen, hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe sie mit einigen Zaubersprüchen belegt, um ihr mehr Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit zu geben. Aber der Rest liegt bei dir. Nachdem du so weit gekommen bist, Spyro, weiß ich, dass du sie schlagen kannst. Wenn Bianca das meint, dann ist das so. Ja. Mit einem guten Rülps auf zum Duell gegen die Zauberin. Was macht denn die für Geräusche? Sie schießt Feuerbälle, Alter. Ich hab keinen Sparks. Ich muss aufpassen. Die Zauber legt den letzten Gang ein. Oh. Halt! Zauberin! Bleib stehen! Ich mach dich alle! Flieg nicht weg! Die lebt ja immer noch. Komm her! Jetzt! Letzter Schuss! Stirb! 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 Stirb!